Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Synchronicity. Wir haben uns mit einem alten Familienfreund, dem Chris, unterhalten, und der hat uns eine Menge Informationen gegeben und vor allem einen Plan für die Kanalisation. Wir schauen uns jetzt hier um und dann würde ich wahrscheinlich erstmal das Foto machen und das mit dem Colin oder gleich in die Kanalisation. Mal gucken, erstmal hier alles Der ansehen. ganze Keller ist voll mit Büchern, Alben, Aktenschränken und Fotos. Man kann sogar den einen oder anderen exotischen Gegenstand darunter finden. Sarah und Chris haben genügend Material angesammelt, um ein ganzes Museum mit Kuriositäten zu füllen. Da kann ich nichts nehmen. Eine Kiste. Eine große alte Kiste, die aussieht, als würde sie eine Tonne wiegen. Die Schicht Staub auf dem Deckel deutet an, dass sie lange nicht mehr geöffnet wurde. Verschlossen. Ich fürchte, inzwischen traut Chris niemandem mehr. Und so, wie sich die Dinge nach der großen Welle entwickelt haben, zu Recht. Was da wohl drin ist? So, da kann ich weg. Will ich noch nicht weg. Das ist noch das Bücherregal. Notizen und Zeitungsausschnitte. Dutzende an Dokumenten und Zeitungsausschnitten über Verschwörungen und unerklärliche Vorkommnisse. Wenn ich mir die Themen dieser Materialsammlung so anschaue, kann ich mir ausmalen, was für Inhalte The New Truth wohl so bringt. Okay, alter Sessel. Ein zerschlissener Sessel, der mit Flicken bedeckt ist. Seltsam, trotz seines abgenutzten Zustands sieht er verflucht bequem aus. Setz dich doch mal. Ach Gott, ich bin absolut fertig. Ich fühle mich, als würde ich schon seit Jahrhunderten durch diese neue Welt laufen. Aber ich kann mich jetzt nicht ausruhen. Ach, fünf Nicht bevor Minuten. Chris und ich die Geheimnisse in diesem Armeebericht gelüftet haben. Schade, schade. Ich dachte, ja, mei, so eine kleine Pause wäre doch nicht schlecht. Chris Bedeckt Schreibtisch. mit hingekritzelten Notizen, offenen Büchern und schmutzigen Kaffeetassen. Ich habe den Eindruck, dass Chris an diesem massigen Schreibtisch lebt, arbeitet, isst und schläft. Ja, wahrscheinlich. Obwohl ich mich nicht klar an sie erinnern kann, erfüllt mich ein angenehmes Gefühl der Ruhe, wenn ich dieses Foto ansehe. Ich bin mir sicher, dass Sarah und ich gute Freunde waren, bevor die Welt zusammenbrach. Das wird wohl so gewesen sein. So, war das jetzt alles? Nee, die Bögen muss ich mir noch angucken. Ja, sonst haben wir alles gesehen. Die Wände und Bögen des Gewölbes in diesem Keller sehen so massiv wie die einer Kathedrale aus. Ich nehme an, das und die Tatsache, dass wir uns unter der Erde befinden, erklärt, warum das Büro von The New Truth auch nach der großen Welle noch in einem so guten Zustand ist. Ja, wahrscheinlich. So. Dann gehen wir jetzt mal raus hier. In welche Richtung kommen? Ah, jetzt kommen wir von da. Alles klar. So, dann können wir jetzt in die Kanalisation hinabsteigen mit Hilfe unserer Taschenlampe und der Karte. Mal los. Ich werde die Karte von Chris zur Orientierung nutzen. Diese Tunnel sind ein wahres Labyrinth. Ja, gute Idee. Und jetzt will ich das mal sehen, was da unten los ist. Das ist die Ja. Stelle, die auf der Karte markiert wurde, wo Sarah und ihre vertrauliche Quelle sich Da treffen ist wollten. Blut. Da ist Blut. Aha. Gänge und Tunnel. Dutzende dunkler Tunnel treffen hier aufeinander. Die meisten sind vergittert. Das muss das wahre unterirdische Herz der Stadt sein. Patronenhülsen, na Sie super. glänzen wie Goldnuggets in dem Licht, das durch die Decke dringt. Diese leeren Patronenhülsen sind ein Beweis dafür, dass es hier in der Kanalisation eine Schießerei gab. Sie Herrgott. haben keinen Nutzen für mich. Diese Patronen wurden schon abgefeuert. Da geht's zurück, Wasserfall. Hier endet der Abwasserlauf. Seltsam. Trotz des ekelhaften Gestanks hat dieser träge grüne Wasserfall eine hypnotische Wirkung. Und Gegenstand im Wasser. Es ist ein Schuh, der in dem verseuchten Wasser Ah, der ich hätte gedacht, es ist Kanalisation eine treibt. Flasche. Von hier aus sieht es aus wie ein von Deck gespülter Mensch, der seiner Rettung zuwinkt. Aber es bringt nichts. Ich fürchte, derzeit kann ich nichts für ihn tun. Wasserfläche. Die unterirdischen Wasserläufe, die das Abwasser und den Müll aus der Stadt des jüngsten Gerichts schwemmen, fließen hier zusammen. Gerade als ich dachte, ich könnte nicht tiefer sinken. Komme ich irgendwie an den Schuh? Ich glaube, erstmal brauche ich einen richtigen Haken für diese Angelrute. Selbst wenn es funktionieren würde, wüsste ich nicht, was ich mit dem Schuh machen sollte.
Vielleicht ist es ja ein Beweisstück, weil es der Schuh von der Frau ist oder so. Warum sollte ich das machen? Okay. Ich glaube, es würde nichts bringen, das Kabel daran anzuschließen. Ich kann ihn von hier aus nicht erreichen. Okay. Selbst wenn. Den würde ich nicht haben. Ich glaube nicht, dass in dem Schuh irgendetwas ist, das die Anstrengung wert wäre. Nee, das wahrscheinlich nicht, aber naja. So, da ist nichts. Ein sehr vertrautes Geräusch dringt aus dem Tunnel hinter diesem Gitter. Eine U-Bahn. Ich verstehe das nicht. Wenn sie die U-Bahn-Stationen geschlossen und den Verkehr eingestellt haben, was zum Teufel transportieren diese Züge dann? Und wohin fahren sie? Leichen? Ich weiß es nicht. Blutfleck? Verdammt. Mehr von diesem makaberen Graffiti. Diese kranke Stadt schwitzt Blut aus allen Poren. Die Spur verschwindet Tropfen für Tropfen in diesem Tunnel. Mhm. Dann folgen wir der Spur. Ach, hey. Schade, dass wir keine Waffe haben. Gut, Brecheisen. Hier sind wir also, habe ich mir schon gedacht. Es ist eine enorme Ansammlung von Müll, Schlamm und Pflanzenresten, die sich in den Jahren gebildet hat, seitdem die Röhre das letzte Mal gereinigt wurde. Aus dem Inneren dringt ein Geruch, der noch schlimmer ist als im Rest der Kanalisation. Ja, wahrscheinlich, weil das Sarah drin liegt oder so. Haufen teilweise entwirrten Abfalls. Etwas ragt aus diesem Haufen Müll heraus. Oh Gott, der Gestank dreht einem den Magen um. Ach Leute. Ich habe einen Teil des Abfalls abgetragen, aber den Rest werde ich nicht mit bloßen Händen wegbekommen. Das ist alles zu verworren und verfilzt. Geht das auch wieder mit der Blechstange irgendwie? Dann lasst uns mal sehen, was zum Teufel hier so verhindert ist. Sehr gut. Mein Gott! Sarah! Mit dem USB-Stick. Eine Kugel hat ihr den Kiefer abgerissen, aber ihr Gesicht ist noch erkennbar. Armer Chris, wie soll ich ihm das nur beibringen? USB-Stick. Ein USB-Stick steckt in der verkrampften Faust der Leiche. Sarah hat ihn verzweifelt festgehalten, selbst im Tod. Ach du Heilige. Können wir von der Seite die Stäbe irgendwie... Dicke Gitterstäbe am Ende der Röhre blockieren den Weg ins Freie. Sie sind extrem hart und fest, fürchte ich. Okay. So, ist hier noch was? Ach, Herrgott. Willst du ein Foto von ihm machen? Es wäre zu morbide, das zu fotografieren. Abgesehen davon ist kein Film in die Kamera eingelegt. Ach, das auch noch. Herrgott. Müssen wir da auch noch was deichseln? Gut. Und dann Oberlicht. Das Oberlicht, das nach draußen führt, ist hier die einzige Beleuchtung. Die Kombination von Architektur, Licht und Wasser verleiht diesem Ort eine unwirkliche Aura. Es sieht aus wie eine in der Kanalisation errichtete Kathedrale. Mhm, stimmt. So, dann. Dann war's das hier. Ah. Boah, das ist hart. Wir haben jetzt nichts bekommen, um die Schrauben zu lösen. Nee. Hilft nicht. Wir müssen es ihm sagen. Er hat uns auch gerade eine schlechte Botschaft. Chris. Michael, du bist schon wieder zurück? Sag schon, hast du den Bericht dabei, den Sarah holen wollte? Hast du sie gefunden? Ich habe den Bericht dabei. Hier ist er. Das sind großartige Nachrichten. Ich wusste, du würdest es schaffen. Ach, verdammt. Damit hätte ich rechnen sollen. Ich habe an eine Akte aus Papier gedacht, nicht an ein digitales Dokument. Wir haben ein ernstes Problem, Michael. Problem? Welches denn? Wir sind nicht mehr in der alten Welt. Und der Zugang zu Strom ist ein Privileg, das heutzutage nur noch wenige haben. Die gute Nachricht ist, dass ich meinen Laptop vor der großen Welle retten konnte. Er ist abgesperrt. Die schlechte Nachricht ist, dass wir ihn nirgendwo anschließen können. Und was können wir tun? Wenn wir die Geheimnisse in diesem Bericht lüften wollen, brauchen wir Strom. Bring mir einen Generator mit genügend Treibstoff und ich finde die Antworten, die du brauchst, Michael. Aber bitte sag mir, hast du Sarah gefunden?
Ach, ist sie nicht mit dir zurückgekommen? Was ist passiert? Mach dir keine Sorgen, Chris. Ich habe zahlreiche Hinweise darauf gefunden, dass es Sarah gut geht. Es tut mir leid, Chris, Sarah ist tot. Auf jeden Fall die Wahrheit. Es tut mir leid, Chris. Sarah ist tot. Mein Gott. Aber wie? Es scheint, als wären Sie und deine vertrauliche Quelle in der Kanalisation in einen Hinterhalt geraten. Ich habe Sarahs Leiche in einem der abgesperrten Tunnel gefunden, in der Nähe des Flüchtlingslagers. Sie hielt den Bericht noch in den Händen. Ich hab ihn, aber sie muss dich dort zurücklassen. Ach, meine arme Sarah. Sie... Das hat sie nicht verdient. Bitte, Michael, lass ihren Körper nicht in der Kanalisation verrotten. Ich flehe dich an. Tu es für mich, für Sarah, für Emily. Ich werde tun, was ich kann, Chris. Das verspreche ich dir. Aber jetzt bring mir den Stromgenerator. Die Zeit läuft uns davon. Das ist nicht so einfach, Chris. Krimskrams. Ein enormer Haufen aus Papier und altem Krimskrams in einem perfekten Zustand der Unordnung aufgehäuft. Das Chaos in dieser Kiste ist unglaublich. Da ist halt alles Wichtige drin, ne? Mal sehen, was wir hier haben. Ein Schraubenzieher. Wie erwartet. Alte Zeitschriften, Stapel von Papier und veraltete Druckmaterialien. Hey, sieht aus, als wäre hier auch ein Film für Sofortbildkameras. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Perfekt. Jetzt kann ich einen Film in die Kamera einlegen. Verdammt. Die Klappe, die das Filmfach schließt, ist angeknackst. Ich kann das so nicht benutzen. Ich brauche was, um die Klappe festzuklemmen. Ansonsten wird der Film herausfallen. Welche Klappe? Kommt da der Film rein und dann die Klappe drauf und die ist nicht fest? Ich weiß halt nicht ganz genau, wie das jetzt, wisst ihr schon, wie das gebaut ist? Weiß nicht, ob ich da irgendwo einen Zahn dazwischen klemmen kann und dann... Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, oder ob das eher geklebt werden muss? Ah, doch, kaum genau. Kaum zu glauben. Der Zahn passt perfekt in die Lücke der zerbrochenen Klappe. Jetzt kann ich das Fach für den Film ohne Problem schließen. Sehr gut. Dann sind wir hier erstmal weg. Während ich das Haus verlasse, werfe ich Chris einen verstohlenen Blick zu. Er betrachtet still Sarahs Foto, vollkommen gedankenverloren. Vielleicht hätte ich ihm darüber, was mit ihr passiert ist, eine Lüge erzählen sollen. Nein. Dass sie davongekommen ist und den Bericht zurückgelassen hat. Dass sie gesund und in Sicherheit ist und nur auf den richtigen Moment wartet, um zurückzukommen. Die Wahrheit ist ein giftiges Überbleibsel der alten Welt. Was bringt es schon, etwas zu wissen, wenn es einem nur die letzte Hoffnung raubt? Weil er dann jeden einzelnen Tag darauf hoffen würde, dass sie jetzt zurückkommen kann, aber sie wird nicht zurückkommen. Und das ist, finde ich, schlimmer. Wenn man nicht direkt weiß, was mit der Person los ist. Vor allem, wenn ich jetzt sagen würde, dass sie noch auf den richtigen Moment wartet, dann würde ich sie, hätte ich sie auch nur einmal gesehen und sonst nicht mehr. Oh, da ist jetzt auf einmal wieder dunkel. Muss ich wieder runter. Und dann hätte es ja trotzdem sein können, dass sie tot ist. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass nach meinem Besuch sie halt gestorben ist, sozusagen. Dann wirst du halt Verdammt, der Chris... Die Sicherung, die ich aktiviert habe, ist rausgesprungen. Es scheint die einzige zu sein, die noch funktioniert. Das wird bestimmt nur kurz halten. Ja, dann gehen wir mal schnell. Jetzt habe ich eh den Faden verloren. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. So, schnell Foto machen. Mal sehen. Perfekt. So. Jetzt ab ins Lager. Beziehungsweise, Moment. Nochmal kurz in die Kanalisation. Und dann packen wir die mal ein, falls es geht. Dieser Leichnam verdient ein würdevolles Begräbnis und nicht in einen dreckigen, bereits benutzten Plastiksack gepackt zu werden. Ja, okay. Ich verstehe. Ich verstehe, aber wie soll ich das machen? Ich glaube, da habe ich noch nicht die richtigen Utensilien dafür. Na, stimmt, der ist ja auch benutzt. Daran habe ich nicht gedacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich gar nicht ausprobiert. Na, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem ausprobiert. So, dahin. Hier rein. Und, ach so, haben wir einen Schraubenzieher? Nee, Schraubenzieher haben wir nicht bekommen. Gut, kriegt ihr jetzt das Foto.
Ich habe, was du wolltest. Hier hast du das Foto des Treibstofflagers. Fantastisch, Mike. Lass uns mal sehen, was du da hast. Das ist unglaublich. Diese Schweine haben tausende Gallonen Benzin gebunkert. Und das alles in unserer Reichweite. Mit deinem Ausweis müssen wir nur zur Anlage fahren, Hallo Jungs sagen und alles hierher bringen. Du hast mich gerade sehr, sehr glücklich gemacht, Kumpel. Ich wusste, ich habe mich nicht in dir geirrt. Jetzt musst du deinen Teil der Abmachung einhalten. Ja, natürlich werde ich das, Mike. Du weißt, dass ich zu meinem Wort stehe. Abgesehen davon sind es harte Zeiten und wir müssen einander helfen, Kumpel. Ich werde Rod und seine Frau aus dem Wohnwagen holen, sodass du etwas Zeit allein mit dem Jungen verbringen kannst. Du hast mein Wort und meine absolute Diskretion. Aber denk daran, dass du versprochen hast, es auf meine Weise zu tun. Ohne Gewalt und großes Aufsehen. Niemand darf verletzt werden. Deine Männer sollen einfach nur Rod und seine Frau lange genug ablenken, damit ich mich hineinschleichen kann, okay? Aber natürlich, Mike. Du hast mein Wort, dass wir nur tun werden, was angemessen ist. Nur was absolut angemessen ist. Gib mir ein paar Minuten und geh dann zum Wohnwagen. Alles wird vorbereitet sein, wenn du da bist. Okay, aber bevor ich gehe, kann ich dich noch um etwas anderes bitten? Du hast mir heute großartige Neuigkeiten überbracht, Kumpel. Also schieß los. Ich schaue, was ich tun kann. Yay! Ich brauche dringend einen Stromgenerator. Ein paar Soldaten haben eine Freundin von mir in der Kanalisation ermordet. Ich kann sich um ihre Leiche kümmern. Erstmal Stromgenerator. Ich brauche dringend einen Stromgenerator. Hey, hey, Kumpel! Komm mal runter! Ich glaube, du hast mein Angebot missverstanden. Seit der großen Welle sind Generatoren mehr wert geworden als das Leben von 100 Leuten in diesem Lager. Glaub nicht, dass ich dir keinen besorgen könnte. Aber der Preis wäre so hoch, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie du mich bezahlen könntest. Tut mir leid, Mann. Du kriegst mega viel Benzin. Aber ich habe dir gerade den Zugang zu zigtausend Gallonen Benzin ermöglicht. Ja. Aber diese Fässer laufen da nicht von alleine raus. Meine Männer und ich werden unsere Haut riskieren müssen, indem wir in die Höhle des Löwen schleichen. Es tut mir leid, aber der Fall ist erledigt. Na gut, dann das. Ein paar Soldaten haben eine Freundin von mir in der Kanalisation ermordet. Kannst du dich um ihre Leiche kümmern? Sowas, sowas, sowas. In der Kanalisation ermordet. Und was zur Hölle hat deine Freundin da gemacht? Warte, sag's mir nicht. Ich habe von diesem Brauch unter den Angehörigen der Kranken gehört. Das bedeutet, dass sie einen Zerflossenen in der Kanalisation versteckt hat. Habe ich recht? Nein, du liegst absolut komplett und sowas von falsch. Ich will dir nicht sagen, was sie dort gemacht hat. Wie sie sich für die Wahrheit eingesetzt hat, um die Dinge zu ändern in diesem Drecksloch, das die große Welle erzeugt hat. Und indem du dich wie ein Fisch im Wasser fühlst, du würdest es sowieso nicht verstehen. Du weißt doch gar nicht, was es bedeutet, ein solches Opfer zu bringen. Verdammt, das weiß ja nicht mal ich. Ja, das geht dich nichts an. Nicht. Hör mal zu, Mike. Du kennst meine Meinung zu diesen Krankheitsträgern und den Leuten, die sie verstecken. Sie gehören in die Hände der Reinigungsbrigaden. Das ist zum Besten aller. Aber weißt du was? Deine Absichten sind gut. Einer Freundin ein ordentliches Begräbnis zukommen zu lassen. Du bist deinen Freunden gegenüber loyal. Und das mag ich. Mehr als alles andere muss man loyal sein. Das ist das Wichtigste in der neuen Welt. Also, es ist so gut wie erledigt. Wir werden uns um sie kümmern, Kumpel. Ihre Leiche liegt in dem Kanalisationstunnel beim Eingang des Lagers. Deine Freundin wird ein ordentliches Grab erhalten. Ich gebe dir mein Wort. Du solltest jetzt gehen. Ich muss ein paar Sachen klären, die mit dem Wohnwagen zu tun haben. Gib mir ein paar Minuten und dann kannst du hingehen. Okay? Adios, Kumpel. Ob da wohl dann so ein Grabstein oder irgendwas sein wird? Also ich bin gespannt, wie die das dann machen. Leute, Leute, wir werden mit dem lieben Colin in der nächsten Folge ein bisschen reden. Ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.